Megans Brautkleid, das sind die Entwürfe zur Traumrobe. Wochenlang wurde alles dafür getan, das Geheimnis um das Brautkleid von Herzogin Meghan, 36, bis zur letzten Sekunde zu wahren. Am vergangenen Samstag überraschte die Braut dann einfach alle und bezauberte an ihrem großen Tag mit dem wohl schlichtesten Brautkleid, das eine royale Hochzeit je gesehen hat, ohne Spitze, Till und sonstigen Kichi trat sie in einer nahezu minimalistischen Robe vor den Altar. Für alle Fans der eleganten Kreation hatte der Kensington Palace jetzt ein besonderes Goodie, der Palast veröffentlichte die Entwürfe zu Traum in Weiß. Und die stehen dem fertigen Dress in nichts nach. Schon auf den Zeichnungen der Givenchy-Designerin Clara Wittkeller wird klar, die Besonderheit des Kleides liegt in seiner Zurückgenommenheit. Klare Linien, fließende Stoffe und ein dezenter U-Boot-Ausschnitt, lediglich der Schleier wurde mit aufwendigen Spitzenbesetzen verschönert. Ein Kleid, das perfekt zu puristischem Stil passt. Die Herzogin und Ms. Wittkeller haben eng an dem Design zusammengearbeitet, das entsprechend der Grundsätze des Hauses Givenchy zeitlose Eleganz verkörpert, heißt es auf dem offiziellen Instagram-Profil des Palastes. So schlicht das Kleid an sich auch war, der Schleier hätte nicht aufwendiger sein können. Mit 5 Metern Länge, einer eingearbeiteten Mohnblüte als Symbol für kalifornische Herkunft und 53 aus Spitze gewebten Blüten aus allen Ländern des Commonwealth bekannte sich die Ex-Schauspielerin ganz klar zu ihrem zukünftigen Leben als Herzogin von Sussex.